Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video des Wiener Bildungsservice. Heute geht es um die Frage, was sind Erklärvideos? Aber nicht nur das. Wir möchten außerdem klären, welche Arten von Erklärvideos gibt es, wobei können sie helfen, welche Techniken können verwendet werden und was ist sonst noch zu beachten. Nach Carsten Wolf sind Erklärvideos eigenproduzierte Filme, in denen erläutert wird, wie etwas gemacht wird oder wie etwas funktioniert. Eine Unterkategorie davon ist das sogenannte Tutorial. Dabei wird eine Fähigkeit oder Fertigkeit vollständig vorgezeigt, die explizit zum Nachmachen gedacht ist. Solche Tutorials stehen zwischen reinen Performance-Videos, also einer Präsentation, einer Handlung zum Zweck der Selbstdarstellung und professionellen Lehrfilmen, die mit hohem didaktischen und medialen Gestaltungsaufwand in professionellen Kontexten produziert werden. Kennzeichnend für Erklärvideos sind vier Merkmale. Weil Erklärvideos ihren primären Fokus nicht auf die Vermarktbarkeit legen, werden oft auch Themen verarbeitet, die nur eine kleine Gruppe von Menschen und ihre Interessen betreffen. Durch die Masse an Menschen, die inzwischen Erklärvideos produzieren, gibt es von einfachsten improvisierten Clips bis zu aufwendig gestalteten Erklärreihen alle Varianten von Videos. Meist wird in Videos, wie es sich auf interaktiven Plattformen durchgesetzt hat, geduzt und auf Augenhöhe kommuniziert. Oft wird auch mit Humor gearbeitet und so kann eine positive Lernatmosphäre entstehen. Sowohl in Fachkompetenz als auch in Alter und Verständnis von Erklärung und medialer Gestaltung sind von Laien bis zu Experten und Expertinnen alle Abstufungen vorhanden. Demfolgend gibt es Erklärvideos für fast alle Themenbereiche. Vom Backen und Kochen über Bauanleitungen und chemische oder biologische Phänomene zur Erklärung theoretischer Konzepte wie der Medienbildung. Ebenso variantenreich ist die Ausgestaltung dieser Videos. Sehr populär ist die Legetechnik. Ein Making-of haben wir in der Infobox verlinkt. Und dabei werden Schriftzüge oder Bilder zu einem Schaubild zusammengefügt. Hände sind je nach Geschmack sichtbar oder auch nicht. Bei der Stop-Motion-Technik werden viele Einzelbilder zusammengefügt, um Bewegung zu simulieren. Und bei der Folientechnik wird ein Hintergrund abfotografiert oder nur die Szene des Papierauflegens gefilmt und der Rest wird am Computer eingefügt. Das gemeinsame Merkmal dieser drei Techniken ist, dass keine Bilder der Personen selbst benötigt werden, was im Bildungsbereich aufgrund des Datenschutzes von Vorteil sein kann. In vielen Fällen kommen sie auch ohne Erzählstimme aus. Bei der Live-Aufnahme oder bei einem Live-Video muss auf Einverständniserklärungen Rücksicht genommen werden und die Kinder sollten auf die Folgen von möglichen Veröffentlichungen aufmerksam gemacht werden. Rechtlich, aber auch im sozialen und beruflichen Kontext. Das Erstellen von Erklärvideos bietet für Schülerinnen und Schüler eine große Bandbreite an Lernmöglichkeiten. Es muss eine intensive Auseinandersetzung mit dem Sachthema stattfinden, um es kurz genug für ein Erklärvideo darstellen zu können. Die Medienkompetenz wird gestärkt, da die technischen Hilfsmittel bedient und die rechtlichen Hintergründe beleuchtet werden müssen.
In der Teamarbeit werden die sozialen und kommunikativen Kompetenzen gefördert und bei der Diskussion über die Veröffentlichung wird wiederum der analytische und reflektierte Umgang mit den vorhandenen Möglichkeiten geübt. In die Erstellung eines Erklärvideos fließen verschiedenste Lernaspekte und gerade diese Vielfalt macht es zu einem wertvollen medienpädagogischen Werkzeug. Für den Unterricht sind Erklärfilme wertvoll, weil immer der Inhalt an erster Stelle stehen soll und damit eine intensive Auseinandersetzung mit dem Lernstoff notwendig wird. So viel zum Phänomen Erklärvideo. Wir hoffen, dieses Erklärvideo konnte mehr erklären, als es neue Fragen aufgeworfen hat. Quellen und informative Links findet ihr wie immer unten. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, alles Liebe und bleibt neugierig!